Hallo und herzlich willkommen zum neuen Video. Wir machen heute einen leckeren Ciabatta. Das ist in der Regel eigentlich nur ein Gewürztee mit Milch und Honig und vielen anderen Gewürzen. Und da sind auf jeden Fall eine Menge Gewürze drin und ich zeige dir direkt mal, was jetzt alles dazu kommt. Hier haben wir erstmal den Honig, den geben wir nachher hinzu. 250 ml Wasser, das ist jetzt Vollmilch mit 3,5% Fett. 250 ml Wasser sind schon auf dem Herd. Die machen wir auch direkt mal an. Dauert einen kleinen Moment, zack, die bringen wir zuerst mal zum Kochen, das ist sehr wichtig. Und dann haben wir hier einmal Ingwer, eine Zimtstange, einen Teebeutel mit schwarzem Tee und mal gucken, ob ich andere noch auseinanderhalten kann. Das sind Fenchelsamen, das ist Kardamom, das ist Anispulver und das sind Nelken. Die alle sind schon klein gemahlen, die kann man auch selber noch rösten zum Beispiel und die geben wir jetzt gleich hinzu, aber erstmal kümmern wir uns um den Tee und bringen das Wasser zum Kochen. Das Wasser kocht bereits, einfach den Beutel reinlegen und dann erstmal beiseite. Das Ganze dann ca. 3 bis 5 Minuten ziehen lassen und danach kümmern wir uns um die Milch und die Gewürze. Die Ziehzeit ist nun vorbei. Als allererstes erstmal den Beutel rausnehmen, dann wieder auf den Herd stellen. Noch nicht einschalten, jetzt geben wir erstmal die Gewürze hinzu. So, Kardamom ist auch. Dann drehen wir den Herd jetzt wieder an. Auf leichter Flamme, tun den Ingwer hinzu. Die Gewürzstange, die Zimtstange. Lassen das Ganze nochmal 3 bis 4 Minuten aufköcheln bei leichter Flamme. Und ganz zum Schluss geben wir noch die Milch hinzu und den Honig. Zuallererst den Herd abschalten und jetzt kommt die Milch hinzu, wie gesagt 250 ml. Gefolgt vom Honig. Also ohne den Honig würde es ehrlich gesagt nicht sehr lecker schmecken, weil einfach die Süße fehlt. Es schmeckt bis jetzt einfach nur nach einem starken Gewürztee. Und das sind ja jetzt ca. 500 ml Flüssigkeit. Da gebe ich 2 bis 3 Teelöffel hinzu an Honig. Lass es nochmal warm werden, 2-3 Minuten auf dem Herd und danach muss das Ganze nur noch abgegossen werden und natürlich gefiltert, damit die Zimtstange und der Ingwer rauskommt, genau wie die Fenchelsamen. Das bleibt dann so 2-3 Minuten auf dem Herd und dann kann man es schon servieren. Der Tee ist jetzt abgegossen, ich wünsche auf jeden Fall viel Spaß beim Nachmachen und ich freue mich, wenn du beim nächsten Mal wieder dabei bist. Wenn es heißt, kochst dir selbst, dann bis demnächst. Ciao!